als ob ich so ein Best-of von dem Jahr zusammenschneide, so 5 Minuten oder sowas. Ja, ich kann die Musik eben zum Unterlegen. Ja. Könnten wir echt machen. Ja. Nehmen wir die besten Sachen, ein bisschen was von Minecraft, World of Goo, Far Cry. Natürlich auch meine, die ersten Projekte, die auf unserem Channel liefen. Ich hoffe, die habt ihr euch nicht angetan. Retrofieber. Ja, Retrofieber. Beziehungsweise, das war dann nur Retro. Das waren hier alte PC-Spiele. Was war ich dein erstes Projekt? Mein erstes war Splinter Cell. Mit meinem alten Mikro. Oh, Leute. Gebt euch bitte nicht meine erste Folge. Echt. Also tut es. Ja, tut es. Wenn ihr lachen wollt. Wenn ihr was lachen wollt, guckt euch das an. Vor allen Dingen mein erstes Let's Play und so. Also, wenn ihr wirklich richtig krass lachen wollt, solltet ihr euch das wirklich antun, weil... Unter anderem fällig ich da. Übrigens, für alle Splinter Cell-Fans, die eine PlayStation 3 zu Hause haben, es gibt gerade die alten drei Teile, Splinter Cell 1, Splinter Cell Pandora Tomorrow und Chaos Surgery bei Amazon für nur 20 Euro. Ja, ich meine, Schleichwerbung, aber alle drei als HD-Remake für die PlayStation 3. Und das habe ich mir nämlich auch gerade eben bestellt, deswegen kleiner Tipp von mir am Rande. Das ist ja keine Schleichwerbung, wir machen ja auch Werbung für Steam zum Beispiel. Ja, stimmt. Steam ist hammergeil eigentlich. Ja, Steam ist wirklich hammergeil. Ich find's auch gut, dass Steam, Huch, was ist mit dir denn los? Hallo? Evil? Oh mein Gott, sie haben Evil getötet. Ich bin jetzt mega verwirrt. Ich glaube, gleich hört man, entweder bin ich jetzt disconnected oder er. Ja. What I said. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen und gucken, was mit Evil los ist. Oder mit dem Internet los ist. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Da sind wir wieder, aber... Bei dem guten jo. Evil hat sich der PC runtergefahren. Das Leben Windows. Vor allem Windows ist so lovable und so. Bestes Programm ever und so. Optimal. Ja, ich mag Windows eigentlich, aber manchmal auch nicht. Ich mag Windows eigentlich auch. Aber wenn es mal wieder Scheiße baut, dann könnte ich das in die Tonne treten. Ich war immer schon so kurz davor, Linux mir reinzutun. Wie ihr hier seht, haben wir hier einen Dungeon vor uns. Wir haben einen Dungeon, geil. Ja, hier. Ich spring mal kurz raus, dann komm mal kurz hier vorbei. Ja. Das wo? Ja. Da. Das wird natürlich direkt mal gemarkert. Dungeon. Wollen wir runtergehen? Ja. Bei mir ist das ja so, dass ich durch Fackeln kein Licht bekomme. Oh. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da reingehen sollen. Boah, stirbt Fledermaus. Hier ist auf jeden Fall wieder Eisen. Spinnen. Ich glaube, das sind sogar Giftspinnen. Nee, das sind keine, das sind normale. Pass auf, ich habe dich gerade, glaube ich, getroffen mit... Ja. Mit dem Dia-Sword, wollte ich gerade sagen. Ach, die werden dann heller bzw. dunkler, die Sachen, die wir hacken. Habe ich mich übrigens gerade noch im Forum schlau drüber gemacht. Das hat wohl was mit der Mod an sich zu tun, mit Unbelievable Shaders. Ach, ja. Pilze mit, die können wir dann zu Suppen verarbeiten. Ja, weil die sind eigentlich ganz geil, die Pilzsuppen. Ja. Alter, hammerdunkel. Ja, okay, es geht. Wenn du halt Fackeln anmachst, dann ist okay eigentlich. Hier ist Eisen. Ich baue da das. Da oben ist ein Enderman. Willst du dich mit dem Kampf... Nein. Nicht wirklich. Ne, ich auch nicht. Auch was, dass man nicht anguckt. Setz doch, Kürbishelm auf. Hab keinen dabei. Hey, mit Kürbishelm ist alles schön hell. Wir sollten Kürbishelm auflassen, wenn wir unterwegs sind, hier unterirdisch. Gucken wir ihn mal an. Ja, er ignoriert uns gekonnt.
Guck mal. Hier ist Ende. Ja, wir hatten ja diesen Hauptabgrund da vorne, glaube ich, gehabt. Da ist noch was Eisen. Gold und so weiter würde uns mal wieder ganz gut tun. Ich würde gern wieder enchanten können. Ja. Weil ich habe Level 28 gleich. Ich möchte nicht verlieren schon wieder. Und dass ich mal was gecraftet, enchanted. Ja, ich weiß, was du meinst. So wie das mir schon einige Male ergangen ist. Ihr wisst das. Uns allen. Oh ja. Ja, lass mal wieder hochgehen, ich möchte meine Farm zu Ende bauen. Bau das, ich dann, dann haben wir Leder, dann machen wir noch Zuckerrohr. Also mach Bambus. Das. Mach das, ich brauche eh Stein. Wir bringen was mit. Ich farm hier erstmal ordentlich was weg. Vielleicht finde ich dabei noch ein bisschen irgendwelche Erze, was weiß ich. Was braucht man nochmal für ein Enchantment Table? Diamanten? Ja, richtig, Diamanten. Obsidian. Obsidian, das war's. Haben wir eigentlich Diamanten mitgenommen? Zwei. Und wie viel brauchen wir? Wir brauchen zwei, geil. Hast du gerade geguckt oder was? Nee, ich hab überlegt. Hab in meinem Gehirn geguckt. Gehirn. Gehirn. Ich hab geschossen. Skelette. Ja, und Spinnen. Und Creeper, vier Creeper auf einer Stelle. Ihr habt doch wohl einen Knall. Bloß nicht zu wenige. Boah. Alter, sehe auf einer, ihr sind im Umkreis von mir sechs Creeper. Hammer. 20 Skelette, Spinnen und andere Nutten. Ich bleib jetzt hier oben. Ach Gott. Nein, Spitzhacke, warum nur? Zick, 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 zick. Wie viel haben wir jetzt? Eindeutig zu wenig. Eindeutig zu wenig Stein. Am besten wären so 10 Stacks. Ui, was hast du vor? Ein Turm. Dafür brauche ich massig Stein. Stimmt, ja. Noch Bescheid, wie der Tag ist. Keine Ahnung, ich bin in der Höhle. Ja, du kommst ja immer wieder raus, oder? Ja. Wo bist du denn? Auf einem 20 Block hohen Erdturm. Sind da so viele Gegner? Ja, wie gesagt, 7, 8, 9, 10 Creeper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Skelette. Und 1, 2, 3 Zombies. Und 4 Spinnen. Und die alle im Umkreis von unserer Hütte. Okay. Geil, ne? Sehe ich da hinten was Wichtiges? Nö, außer dass hier direkt unter uns ein Dungeon ist. Ey, da unten ist eine Fackel. Schienen. Creeper. Eisen. Nee. Dungeon ist ja markiert. Irgendwann klettern wir da runter. Aber jetzt nicht. Jo. Sag Bescheid, wenn Tag ist. Kann ich wieder rauskommen. Dauert noch. So, zwei Stacks haben wir voll. Uncool, ich will sehen, wie viel Stein wir haben. So. Zwei Stacks haben wir voll. Ui, das ist cool. Was denn? Hier bei... Wie heißt das? Torrent Tree.
also Torrents, ne, kann man die Sachen runterladen, haben ein Ranking aufgestellt für die meist runtergeladenen Filme und Serien. Auf Platz 10 Twilight, Breaking Dawn. Neunter Platz Ice Age, und, also Ice Age 4. Dann kommt der Diktator. Der ist auch lustig. Ja, auf jeden Fall. Dann eine, die ich überhaupt nicht kenne. The Girl with the Dragon Tattoo. Die schon gehört. Sonne geht auf. Jump Street. Platz 5 Sherlock Holmes. Spiel im Schatten. Dann The Avengers. Auf Platz 4. Platz 3 The Dark Knight Rises. Platz 2 Mission Impossible Ghost Protocol. Und Platz 1 Project X. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt seht ihr hier den kleinen Fehler von dem Programm. Ich glaube, draußen geht nämlich gerade die Sonne auf. Ja, tut es. Und das ballert hier gerade einmal ganz krass fett durch unseren Dungeon durch. Ja, das war immer schon das Problem. Ja, das Hauptproblem von Unbelievable Shaders. Haha, du brennst. Echt? Achso. Also der Zombie da. Ja, ja. Ich hatte letztens hier normal Minecraft hier einfach mal ein bisschen rumgetestet beim Modden. Habe ich hier Skelett getötet und hatte das Bogen verzaubert plus Stärke 2 fallen gelassen. Das war lustig. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, doch. Chance ist natürlich ultra gering, aber ich hatte es schon mir gedacht, weil ich habe es schon leuchten sehen, so von weitem. So, ich denke mal, ich habe genug Stein dabei. Oh, komm, ein bisschen noch. Gerade ist was explodiert. Ach, wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Eisen. Aber warum Project X? Also ich fand den Film ja nicht schlecht, aber... Als ob den so viele gucken. Ja, auf jeden Fall. Mehr als Avengers oder Sherlock Holmes oder so. Ah, ich hab Battleship Weihnachtsfeiertag geguckt, der ist auch ganz gut. Hab ich nicht Battleship? Den habe ich damals im Trailer gesehen und muss sagen, der hat mich überhaupt nicht angemacht. Ich hab gedacht, der wäre voll schlecht, aber obwohl da Rihanna mitgespielt hat, war der echt gut. Rihanna hat mitgespielt? Ja. Werde ich mir das recht nicht angucken. Nur so eine, die ist nur so eine dumme Soldatin da. Also die spielt eigentlich fast keine Rolle. Soldatin, Rihanna eine Soldatin ist. So, davon haben wir erstmal genug. Damit gehen wir wieder zurück an die Oberfläche, ziehen uns mal wieder das Mützchen aus. Oh, krass, wie dunkel das hier drin. Huch! Skelette, uncool. Los, Tia-Schwert, machst du fertig. Du bist dran. Knusper, knusper, knusper. Komm, ein... Zwei Blöcke kriegen wir noch ab. Ist doch eh jetzt fast kaputt. So. Alter, wie dunkel das ist, ey. Unglaublich. Bei mir nicht. Ja, ich habe aber schon bei Optifine Helligkeit auf Max geschraubt. Boah, richtig hell, wenn man wieder draußen ist. Wir haben da unten gerade, ich glaube, 5 Level gemacht. Cool. Boah, wie hell das hier wieder ist. Bambus brauchen wir doch auch. Wieder für Seiten und so. Das müssen wir auch alles machen. Habe ich direkt mal abgefahren. Ich kann ja wieder einzelne davon wieder hier hinstecken. Ganz genau, das, so dachte ich mir das. Ich kann ja jetzt im Vollgasmodus hier die Dinger... Ich glaube, wir haben noch ganz viel Bone Meal. Dann kann ich, wenn du Bock hast, das im Vollgasmodus wieder hochziehen. Ich habe auch noch 12 Bone Meal, also wenn du brauchst, ne? Ich glaube, ich habe selbst Bone Meal. Da ist ein Creeper direkt auf dich. Ey, ach ja, Bone Meal funktioniert doch bei Bambus nicht. Ne? Ne, habe ich ganz vergessen. Verpeile ich immer wieder. Ich habe es nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Deswegen. Ja, ab und zu habe ich es mal... Wow, immer wieder falle ich in dieses Loch rein. Ne, ich habe es gerade... Mal wieder gedacht, gefunden, herausgefunden. So, die Bäume brauchen wir nachher auch. Ein bisschen Eisen habe ich mitgebracht. Wie viel Eisen hast du dabei? 10. Ach ja.